Komm, wir machen ab jetzt bei jedem ein Intro. Famous Frank Geister Ninja muss natürlich sein. Kann man jemand Ninja Talk Power geben? Kann er Frösche loslassen? So, das war Ninjas Intro. Zu Ribbon, das macht unser Profix. Nein, ich meine. Okay, das war dann das Intro von Ribbon. Was ist da passiert? Mittlerweile schauen sie sich tief in die Augen. Die zeigen. Ich glaube, Ninju hat aber Sonnengläser zu hypnotisieren. Das dient dem Pokerface. Jetzt tauntet er und macht seinen Gegner wahnsinnig. Die machen sich gegenseitig heiß, beide sind gut vorbereitet auf das Match. Und wir sehen hier Mentos so, Ribbon Mentos gegen Mentos Ninju, die beiden Clan-Kameraden treffen aufeinander. Oh. Ja, eure Intros sind bereits vollendet worden. Wir befinden uns hier am Samstagabend mitten auf Badlands Spire, einer sehr Soldier-freundlichen Map. Und hier ist natürlich der Höhenvorteil essentiell. Nein. Halt die Fresse, ich rede. Ich glaube, also das war jetzt nicht der professionell von dir. Wir werden sehen, wir haben hier wieder Ninju, wie eben schon erwähnt im letzten Match, der Main Soldier. Er ist der Roaming Soldier für Team Mentos und Riven ist wie auch Ramus der Scout für Team Mentos und da hat Ninju natürlich die Oberhand rein vom technischen Skill her. Ich ziehe es vor, ein Scout zu sagen, der Scout. Riven spielt hier auch die Taktik, dass er hochspringt, wenn Ninju springt und bisher scheint das relativ erfolgreich abzulaufen. Ja. Wo ist er? Da unten ist er. Und Ninju frisst eine Rocket Ninju für einen Soldier überhaupt nicht normal, denn ein Soldier sollte Rockets dodgen können. Nein. Nur weil du das kannst, heißt das nicht, dass jeder Soldier schon. Taktik. Und Ninju hier mit einem genialen Kill auf Riven geht auf seinen Kopf und zeigt ihm, wer der Boss ist. Riven macht sich hier den Trash zugute, versteckt sich hinter der Wand, wo er leider mit Splash Damage erreichbar ist. Erzähl das doch nicht Ninju. Und ich erwarte einen Airshot, ich bin gespannt. Oh, wie er da über die Rocket springt. Das ist spannend, ist. Schade. Oi, jetzt alles, was du dazu zu sagen hast. Hier der Infight auf der Spire. Ninju nach wie vor in Führung. Niemand hat damit gerechnet, dass der Underdog hier in Führung ist. Das hatten wir auch gerade bei Ramage. Du kannst trotzdem nochmal wiederholen, oder? Nein. Ninju versucht den Gegner zu jumpen. Und das ist eventuell effektiv. Oh, das war ein sehr schöner Shotgun-Schuss von Ninju. Boah, hier kassiert Ninju direkt wieder 100 Schaden von Ramage. Wir spielen Blamieren von Riven. Das Shotgun-Battle. Ninju gewinnt. Beide spielen hier Standard-Spire. Keine fiesen, hinterhältigen Tricks, wie man es von Ramus zum Beispiel gewöhnt ist. Erwartet, gewöhnt ist, ja. Riven mit 19 HP. Interessant zu sehen, wer jetzt gewinnt. Und es ist Ninju, der mit 6 zu 4 in Führung geht. Warte, oh, Ninju! Ein Luftschuss, auch wenn nur ein kleiner. Hallo, Sieger. Herzlich willkommen heute an diesem Abend zum Cast. Des Halbfinales des Cups. Der Rocket Olympiade 2012 hier im Zweierstadium. Olympiade. Boden auszubauen bei Bayern. Oh! Vielleicht kann man hier ein bisschen Insiderwissen über die beiden Kontrahenten loslassen. Ich habe gehört, dass Ninju sehr gerne Frösche mag und auch eine eigene Froschzucht in seinem Zimmer besitzt. Ich glaube, Riven ist Let's Player, aber weiß es nicht. Hier. Riven ist mit seiner Fangemeinde, Ninjus Fangemeinde, überlegen. Schön!
diese Rockets vom Boden treffen Ninja auf dem High Ground. Er kassiert euch viel Schaden, aber er bombt weiter von oben. Rivens Fangemeinde besteht mittlerweile aus 413 Abonnenten. Ninjus Fangemeinde besteht aus 12 Fröschen. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ninju ganz klein Vorteil. Die er allerdings verjagt hat, weil er seine Tür geölt hat. Ich glaube, diese Geister fehlen jetzt. Ja. Das war ein... Da haben die Geister verlassen. Riven gleicht aus. Überraschend. Aber möglich. Riven wird hier hoch in die Luft gefegt und holt den Frag gegen Ninju 9-8. Es wird nochmal spannend. Riven geht in Führung, gibt Ninju. Ninju noch 96 HP, Riven noch 46. Das ist von Nachteil. Wenn jetzt Ninju keine ungünstige Rocket hier catcht. Oh nein, das war ein gutes Play von Riven, der seine maximale Health auskostet und noch einen Rocket Jump wagt. Der sehr gut versucht, Ninju von hinten zu kommen, schafft es aber nicht. Riven von unten. Riven ganz souverän, schießt Ninju da runter, gibt ihm 100 Schaden, 52 HP, springt runter, 28 HP und catch. Ninju in Führung mit 3 Punkten, Riven in Führung mit 3 Punkten, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ninju war sich von Anfang an siegessicher, das wird ihm vielleicht zum Verhängnis werden. Daher? Nein, sag's doch. 32 HP für Ninju, Riven 102, das ist, Das wird schwierig, hier noch ein Comeback zu starten. Riven ist in Topform. Er gibt sich mittlerweile schon siegessicher. 4 Punkte Vorsprung. Ninju trifft nicht. Ich weiß nicht. Wurde er bestochen? Liegt es an der Rocket in seinem Kopf? Ich glaube, an der Sonnenbrille. Einer fehlenden Geister. Ich hab's gesagt, das liegt am Rocket Launcher, der doppelten Schaden macht. Das ist. Das Finale wird zwei Leute mit Original-Namen. Das kann ich schon jetzt garantieren. Wett, es ist der Illuminat und Riven. Richtig, ja, ja. Das spielt definitiv eine Rolle. Das sind die Fäden. Und dann muss ich sagen, dass aber der Illuminat Vorteile hat, weil. Oh! Riven verliert 2 Punkte Führung. Ist jetzt noch mit 3 Punkten Führung. Schießt Ninju ganz souverän von das Bayer runter. Aber begeht den Fehler. Hier hätte Ninju mehr Schaden bringen können. Jetzt wieder die Ground-to-Air-Bombing-Taktik. Riven nach wie vor mit einer 4-Punkte-Führung. Wird er das bis zu den 20 Fracks halten können? Nein, es sieht nicht so aus. Ninju versucht nochmal zurückzukommen. Schießt mit seiner Shotgun wild um sich, die leider auf Range nicht so viel Schaden macht. Aber jeden Schaden ist elementar, deswegen ist das schade. Hier hat der Doppel-Airshot gefehlt. Der hätte ihm jetzt in... Da war auch ein kleiner Luftschuss, als Ninju gesprungen ist. Der Luftschüsse sind immer wieder ein Augenschmaus. War eher zufällig. Oh, schade. Riven sorgt hier nicht mehr so ganz für so viel Tod und Zerstörung. Weicht der Rocket aus, springt und fällt wieder runter. Schade. Bringt sich zu Tode. Ah, die Führung schmilzt hier langsam doch wieder dahin. Wenn das Ninja noch mit 19 AP. Was macht Riven? Riven stirbt. Oh, 15 zu 16. Schön geplaced von Ninja. 16 zu 15. Das wird noch spannend. Jetzt das Shotgun-Battle. Jetzt kommt das und der Ausgleich. Und der Ausgleich, ja. Schade, schade. Ich glaube, deine Geister sind jetzt doch wieder zurückgekehrt. Vielleicht Ninju geht in Führung mit 17 zu 16. Nur in Sicherheit wiegen. Diese Taktik. Fällt hier runter 2-4 AP und was macht Riven draus? Riven, hol auf. Schön. Ah, Riven. Ein Airshot. Kein Doppel. Das war ein doppelter Airshot. War es einer? Das war ein doppelter. Wow. Schön. Der erste des Abends. Wahrscheinlich auch der letzte.
Dann dürfen wir jetzt Riven für trotzdem hören. Oh, ich hab's leider nicht gesehen, weil ich kurz Shit Unlocker auf Viaduct spectated habe. Das ist natürlich schade, aber es steht gerade 19-18 für Ninju. Für das wird ein sehr spannendes eng, Match. Eng, 43, 17. Und Riven macht Riven das. Er hat den Favoriten ausgenockt. Wow. Riven ist im Finale, das ist unglaublich. Ninju wird sich ganz schön was schämen, hoffentlich. Schämen sollte er sich. Ja. So, Riven, wer ist dran? Jetzt spielt Afro gegen Neoro. Okay. Afro gegen Neoro. Der Illuminat gegen den Vollafrikaner.